Ja. Brötchen habe ich gerade geholt. Hier, bitte. Halt mal. Ja, genau. Heiß, ne? Genau. Die essen wir jetzt. Das ist unser Frühstück. Tada! Was machst du denn da drüben? Komm mal her. Boah, die sind immer noch so verrotzt. Da, komm mal schön zu mir. Oh Mann, du siehst so fertig aus, ey. Alter Stinker, hm? Wir gehen einkaufen heute zusammen. Brötchen, jetzt essen. Ja. Die will nicht einkaufen. Die will nur schlafen. Oh. Machen wir da? Wir müssen raus heute. Der Kinderwagen, okay? Das ist eine gute Idee. Tommy schneidet. Nicht für mich, für Marlies. Damit bin ich gleich fertig und gehe einkaufen. Come on, mein Gefacker, come on. Oh. Jo, jetzt gehen wir. Extrem. Oh, jetzt sind hier alle Karten dran. Ist leider runtergefallen. Okay. Einkauf ein. Ich schon drin, schon drin. Hört man noch. So, jetzt rückwärts. Oh, schnell. Ja, was bist du denn für einer? So im Krankenhaus oder was? Ja, ach Mann, ey, ich bin total verstrahlt. Ey. Ich bin so mit krank. Gibt's ja gar nicht. Ist unglaublich, ist das. Ja, alle noch so. Uff, so. Reizen hier ein wollen, mit extra wenig Platz lassen und so. Kennt ihr das auch? Man will einfach nur schnell durch und dann kommen sie alle so, oh nee, du fährst mir ein bisschen zu aggressiv, da fahre ich mal ein bisschen in den Weg. Sonne, weiche. Keine Zeit für dort. Oh Gott sei Dank gibt es hier kostenlose Mülleimer und mein Wagen ist voll mit Müll, nämlich da und da und da. Ich jetzt alles zusammensammeln und hier wegschmeißen. Das alles für einen Eintopf. Unglaublich, guck mal. Kartoffeln, Röhren, zu. Jo, fertig. Willkommen an Bord. Wir verlassen nun die Raumstation. Und auf nach Hause. Wolfgang, das alte Schlitzohr, immer am Fenster. Ah, wir wollen mal sagen, der wartet ja schon ganz sehnsüchtig. Wolfgang am Fenster. Nicht. Und bei dir? Moin Wolfgang. Morgen. Ah, viel Neues. Viel Neues. Ja, da ich nun dreimal im Krankenhaus war. Dreimal? Wieso ein Ditte? Findest du Tüter? Mal schauen, wie das wird, was das wird. Nee, der muss ich mal. Blutdruck haben wir alle. Naja, aber also Thomas mit 220. Ja. Da muss halt schon der Schädel platzen, ja, mit 220. Kopfplatzen, ja, weil auf den Kreis getroffen habe. Oh Mann, ey.
Ja, was haben wir jetzt hier noch? Es braucht noch 6 Minuten, 10 Sekunden. Ist gleich unten im Keller, seht ihr mich wieder, wie ich ein Licht repariere. Aber es lief ja. War da kaputt? Lief doch. Hinten vielleicht. Mal gucken. Hi. Ja, ich komme raus. Ja. Was meinst du, das ist richtig fest jetzt? Oh, jetzt kann ich gar nicht mehr bremsen. Jetzt kannst du bremsen. Genau, jetzt kannst du bremsen. Vorher konnte man nicht bremsen. Was ist jetzt an dem Licht da hinten? Da gucken, was ist denn da los? Licht! Ist nicht dein Ernst, die Stecker waren raus. Da sind zwei Stecker dran, hier vorne. Und die waren raus. Wenn die raus sind, leuchtet es natürlich nicht. Zeig's reingesteckt, es leuchtet. Oh! Das kostet Zuschlag. Aber ich bin ja glücklich, Mensch. Dann ist das erledigt. So, sind wir fertig hier unten mit dem Rad. Licht aus, dann gehe ich wieder nach oben, mach oben wieder weiter. Dann rufe ich den Kollegen an, kann er abholen. Fahrrad ist fertig. Ja, dann nehmen wir es gleich wieder um. Hello again. Ich habe Besteck verkauft. Meine Güte. Was für Besteck. Das ist ja wirklich an Wertigkeit nicht mehr zu übertreffen. Vielleicht an Seltenheit irgendwann. Schaut mal hier. Menübesteck. Vierteilig. Rein Aluminium. Haha, rein Alu. Für 4 Mark und 5. Zum Reinigen der Besteckteile keine sodahaltigen Waschmittel verwenden. Alecto FAB. Ein ganzes Set. Kleiner Löffel, großer Löffel, Gabel, Messer. Ja, habe ich verkauft. Geht jetzt auf die Reise. Eins. Aufnahme. Jetzt schreibt er mir gerade. Ich gehe davon aus, dass ihr, du und mein Fahrrad zusammengefunden habt. Ob ich schon durch bin mit der Reparatur? Ja, gerade eben bin ich durch und jetzt rufe ich dich auch an. Und dann werden wir mal ein bisschen schockieren. Mensch, Markus. Ja, sag mal, wann bringst du denn dein Rad rum? Ach so. Aha. Dann kann ich es ja gar nicht reparieren, quasi. Dann kann ich es ja gar nicht reparieren. Ach so. Das wäre ja jetzt eine günstige Gelegenheit, ein Neutrad hier zu verkaufen, oder? Nee, es ist fertig. Ich habe gerade eben fertig gemacht. Ja, aber ein bisschen geschluckt da. Ich meine, bin jetzt davon ausgegangen, dass du das in Obhut genommen hast. Naja, macht man nicht so eine Scherze. Aber manchmal witzig. So, muss ja auch ein bisschen Spaß haben. Oh! Für heute sage ich auf Wiedersehen. Wir sehen uns morgen. Also bis dann. Ciao.